Der Jahresrückblick bei RTV Kompakt am 30. Dezember unter anderem mit Bilder des Jahres, die Monate Juli und August, sehenswerte Beiträge, Zeitzeugnisse der Eisenbahngeschichte und neue Serien 2020, heute Wasserspiel. Glück auf! Der Bergmannsgruß auch heute wieder zu Beginn unserer Sendung. Alles hätte so schön werden können. Das zu Ende gehende Jahr war für unsere Montanregion Erzgebirge Gruschner Horri das erste volle Jahr als offizielles UNESCO-Welterbe. Gerade auch die Tourismusbranche hatte sich davon einiges versprochen. Dann kam alles ganz anders. Die Gründe sind bekannt. Nichtsdestotrotz haben Sachsens Touristiker darauf hingewiesen, dass unsere Region noch eine Reihe weiterer Alleinstellungsmerkmale hat. Wir wollen heute ein paar benennen. So kommt im Erzgebirge der Duft der Weihnacht aus kleinen, schwarzen, grünen und neuerdings häufiger auch aus braunen, gelben oder auch roten Kegelchen, den Räucherkerzen. Ihre genaue Zusammensetzung ist bis heute ein gut gehütetes Geheimnis. Ob Weihrauch, Tanne, Orange oder Sandel, jeder Räucherkerzenhersteller hat seine eigene Rezeptur. Bekannt für duftende Räucherkerzen sind Grottendorf und Neudorf. Und nun vom Weihnachtsduft zu einem Sommermonat. Im Jahresrückblick kommt der Juli zum Zuge. Der Monat Juli 2020 begann mit der weiteren wichtigen Bekämpfung der Borkenkäfer in unseren Wäldern. Seit Mitte Juni sind wieder Soldaten in den Wäldern des Forstbezirks Eibenstock unterwegs. Die Uniformierten unterstützen die Forstleute bei der Bekämpfung des Borkenkäfers. Insgesamt sind 10 Kameraden in den Revieren Eibenstock und Schönheide im Einsatz. Es sind 6 Soldaten der Luftwaffe aus Schönewalde und 4 Soldaten aus Jever ins Erzgebirge entsendet worden. Die primäre Aufgabe für die Kameraden ist, die gefällten Fichtenstämme per Hand zu entrinden. Viele Bäume fehlen auch in Bad Schlema. Nicht wegen dem Borkenkäfer, sondern wegen der Sanierung einer Halde. Am 2. Juli wurde die Profilierungs- und Abdeckarbeiten im Rahmen der Sanierung der Halde 65 in Bad Schlema abgeschlossen, die im Februar 2018 sichtbar mit der Fällung von 16.500 Bäumen begann. Zum Abschluss begab sich der letzte LKW mit der 1.005.076. Tonne Haldenmaterial auf die 56.939. Fahrt zur Halde 371i der Wismut GmbH. Die Halde 65 entstand durch den frühen Uranerzbergbau, durch die Ablagerung von Abraummaterial des Schachtes 65. Auch das war im Juli 2020 eine gute Nachricht für alle Stützen Grüner. Ruhestand und Neubeginn. In Stützengrün wird es auch zukünftig nicht an einer Hausarztpraxis fehlen. Das Ehepaar Anja und Lars Donat wird künftig in der ehemaligen Sparkassenfiliale ihre Patienten empfangen und behandeln. Nur eine Woche vorher hatte der bisherige Landarzt Wilhelm Görler nach 45 Jahren seine Praxis geschlossen. Er wollte erst aufhören, wenn ein Neuer die Treppe raufkommt, sagte er bei der Eröffnung. Seit dem 6. Juli gibt es das Bürgerbüro Schwarzenberg-Sonnenleite wieder. Ab sofort ist es in die Begegnungsstätte der Volkssolidarität in der Sachsenfelder Straße 89 integriert. Bis März dieses Jahres war das Vorortbüro des Quartiersmanagements in der ehemaligen Sparkassenfiliale zu finden. Nach der Renovierung und dem Einbau einer neuen Küche sind die Bedingungen am wiedereröffneten Standort noch besser geworden. Die Zeit, in der die Begegnungsstätte pandemiebedingt nicht öffnen durfte, wurde für die Modernisierungsarbeiten sinnvoll genutzt. Das Bürgerbüro wurde bis Ende 2019 über das Quartiersmanagement Sonnenleite im Rahmen eines Förderprogramms finanziert.
Diese Förderung ist ab 2020 allerdings weggefallen. Und so verständigten sich die Stadt Schwarzenberg, die Schwarzenberger Wohnungsgesellschaft sowie die Wohnungsgenossenschaft Schwarzenberg neu auf eine gemeinsame Finanzierung, um die vielseitigen Angebote aufrechtzuerhalten. Auch in Johann-Georgen-Stadt wurden Altlasten des Bergbaus für das Entstehen von etwas Neuem beseitigt. Mit einer symbolischen Pflanzung erster Bäume ist die Halde 42 an die Gemeinde Johann-Georgen-Stadt übergeben worden. Nach Ende der ersten Sanierungsmaßnahmen im November vergangenen Jahres sind nun auch die Arbeiten am Wegesystem auf dem Objekt abgeschlossen. Die Baumaßnahme hier, Halde 42, war doch sowohl finanziell als auch vom Zeitablauf eine sehr größere Maßnahme hier in Johann-Georgen-Stadt. Und ich denke, das ist auch der richtige Zeitpunkt und die richtige Umgebung, um das auch nochmal in aller Form zu würdigen. Die 12.500 Quadratmeter große Fläche wurde begrünt und soll als Landschaftspark zur grünen Lunge der Innenstadt von Johann-Georgen-Stadt werden. Die 4. Sächsische Landesausstellung BOOM – 500 Jahre Industriekultur in Sachsen kann seit dem 11. Juli besucht werden. Auch das Bergbaumuseum Oesnitz-Erzgebirge ist ein Schauplatz. Gezeigt wird hier eine neue Erlebnisausstellung rund um Sachsens schwarze Diamanten. Als wichtigster Energielieferant steht Steinkohle in der Wertschöpfungskette der Industrialisierung am Anfang. Die sächsische Wirtschaft hätte im 19. Jahrhundert ohne diesen Rohstoff nicht im bekannten Ausmaß boomen können. Aufgrund des verspäteten Beginns ist die Schau jetzt bis 31. Dezember 2020 zu sehen. Mit dem Ferienbeginn im Juli waren auch wieder Straßensperrungen gehäuft an der Tagesordnung. In Schwarzenberg gehen mit Beginn der Sommerferien die Arbeiten an der B101 beim Eisenbahnviadukt weiter. Die Deutsche Bahn plant den Neubau der Brückenpfeiler am Kreisverkehr. Dazu müssen im Vorfeld Telekommunikationsleitungen umverlegt werden. Am Montag startet der zweite Bauabschnitt. Diesmal ist eine Vollsperrung der B101 für den Fahrzeugverkehr zwischen dem Kreisverkehrviadukt und der Einmündung Wildenauer Weg erforderlich. In Schneeberg laufen seit Anfang der Woche die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der B169 Kobaltstraße im Einmündungsbereich der B93. Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr soll das voraussichtlich noch bis zum 22. Juli dauern. Im Rahmen der Maßnahme werden Fahrbahnschäden durch eine Erneuerung der Asphaltdecke und Binderschicht beseitigt und die Randbereiche instand gesetzt. Das ist nun Geschichte. Aber ein anderes Verkehrsmittel braucht noch etwas. Die Kabine des Schwarzenberger Schrägaufzuges wurde am Freitag mit Hilfe eines Krans demontiert. Die Wiedermontage ist für den 11. August vorgesehen. Noch bis voraussichtlich 14. und 15. August ist die Anlage wegen umfangreicher Instandsetzungsarbeiten außer Betrieb. Nicht zuletzt durch Vandalismus muss unter anderem die Frontscheibe der Kabine ausgewechselt werden. Na, und guckt mal, auch was ganz Süßes hatten wir im Juli zu zeigen. Tierpflegerin Magdalena Thum zeigt uns drei Neulinge im Auer Zoo der Minis. Die drei Frettchenbabys, zwei Jungs und ein Mädchen, kamen Ende Juni zur Welt. Das Besondere ist ihre seltene Farbe, Black Self. Es ist das erste Mal nach 4 Jahren, dass Mutter Polly wieder trächtig gewesen ist. Für die drei Jungtiere gibt es bereits etliche Interessenten aus ganz Deutschland. Das Highlight war aber ganz klar der Bergstreittag mit der Bürgermeisterwette in Schneeberg. Es wird geknüppert und zusammengesteckt, was das Zeug hält. Hunderte, wenn nicht gar tausende Kabelbinder brauchte es, damit die einzelnen Schals gemeinsam einen großen Schal bildeten. 2020 ging es darum, einen so langen Schal zu stricken, dass er einmal um das Rathaus herumreicht. Offiziell wäre eine Runde um das Haus am Markt 125 bis 130 Meter, je nachdem, wie weit man denn die Maschen auseinanderzieht. Naja, das Ergebnis lag ja schon auf der Hand. Oder besser gesagt, auf der Rolle. Mittlerweile stapelten sich die Ballen. Und was noch keiner wusste, da waren noch mehr. Und dann kam die Feuerwehr. Denn neben den Rollen von Schals am Rathaus waren ganz viele auch schon dort angekommen. Aufgewickelt dort, wo sonst der Schlauch drauf liegt. Beim Abrollen wurde aber schnell klar,
Das reicht. Nicht nur einmal ums Rathaus. Also ich bin überwältigt, so muss man es ehrlich sagen. Erleichtert war ich schon, wo ich das gesehen habe, was man aktuell hergebracht hat. Wenn ich das sehe, muss man einfach sagen, überwältigt. Ist immer wieder genial, wie man doch die Schneebiker und die Leute überregional motivieren kann, an so einer Wette mitzumachen. Nach 10 Runden allerdings, nicht nur mit der Haspel, musste sich auch der Bürgermeister eine Pause gönnen. Da war er schon weit über einen Kilometer Runde um Runde um seinen Dienstsitz gelaufen. Am Ende waren es stolze 15 Mal, die der Schal um das Rathaus reichte. Knappe 2 Kilometer Länge. Wette gewonnen. Im nächsten Jahr sollen dann 550 bergmännische Blendenträger nach Schneeberg kommen. Denn Schneeberg wird dann 550 Jahre alt. Und das war der Juli 2020 im Erzgebirge. Der Schneeberger Bergstreittag basiert auf einem geglückten Lohnstreik, der dann zu einem Dankgottesdienst führte. Über die Jahrhunderte wird der Schneeberger Bergstreittag bis heute begangen. Das ist schon außergewöhnlich. Außergewöhnlich, das kann man genauso über die Schmalspurbahnen sagen, die bis heute noch im Erzgebirge und in ganz Sachsen verkehren. Mal als Museumsbahn oder sogar im Regelverkehr. Kein Wunder, dass das Thema Eisenbahngeschichte bei uns immer wieder auftaucht. Auch heute im Jahresrückblick. Man findet sie noch. Zeitzeugnisse, die an die vor 120 Jahren eröffnete und längst verschwundene Bahnlinie Zwönitz-Scheibenberg erinnern. Dank rühriger Heimatfreunde. Auf der Ortsgrenze zwischen Zwönitz und Lösnitz steht als Relikt die Fuchsbrunnenbrücke. Ganz in der Nähe stößt der Wanderer auf eine besondere Lehrtafel zur Eisenbahngeschichte. Der erzgebirgische Heimatforscher Jens Hahn hat eine ganz besondere Beziehung zu diesem Objekt. Wir befinden uns hier an der ehemaligen Bahnstrecke zwischen Zwönitz und Scheibenberg, die bekanntermaßen 1947 aus Reparationsgründen abgerissen wurde und seitdem ein Dornröschenschlaf hier hinlegt. Wir haben noch einige wenige Relikte hier an der Strecke und besonders auch ich als Zwönitzer Heimatforscher liegt daran, diese Sachen zu erhalten, damit sie nicht ganz in Vergessenheit geraten. Und hinter uns, hier sehen wir jetzt hier noch einen Kasten, einen Holzkasten. Das war der sogenannte Übergangskasten vom Erdkabel der Telegrafenleitung vom Bahnhof Zwönitz bis hier an den Kienhainer Wald. Auf reichlich 3 Kilometer Länge wurde 1923/24 die Freileitung bis hierher über die Felder in die Erde verlegt, weil es ständig Leitungsrisse gab. Und seitdem, 1924, existiert hier dieser Kasten. Man muss sich eigentlich wundern, dass er fast 100 Jahre überlebt hat. Ich als kleiner Junge kenne ihn noch. Die Türe war immer ab, war offen, grau gestrichen und dümpelte so dahin, halb eingewachsen im Wald. Und jetzt zum 120-jährigen Streckenjubiläum, Anfang Mai, was ja leider ein bisschen nicht so begangen werden konnte durch die Corona-Krise, kam die Idee auf, auch unter den Heimatforschern und mir, dass wir zumindest ein kleines Zeichen setzen und diesen Kasten an der Strecke, der auch gern von Radfahrern genutzt wird, bis zur Fuchsbrunnenbrücke wieder instand setzen. Die Leitung ist natürlich schon lange weg, aber der Kasten ist noch da, das Erdkabel liegt ja auch noch und die Türe, die jetzt wieder hier dran ist, man kann sie ja auch mal rumschlagen, da ist also auch eine kleine Informationstafel dran zur Geschichte dieser Telegrafenleitung der Strecke. Die Tür, die habe ich also schon vor zig Jahren mal mit in die Garage genommen. Die stand immer davor und jeder, der es in der Vergangenheit fotografiert hatte, hat die Türe nie komplett gesehen, wie sie jetzt wieder ist. Die Beblechung ist original, das habe ich also auch so gelassen. Das muss auch ein bisschen rostig sein. Ich wollte so viel wie möglich Originalteile hier erhalten. Und so ist also jetzt alles wieder schön massiv zusammengebaut, frisch gestrichen in der originalen Farbgebung. Ein Hinweisschild drauf, dass auch die Wanderer wissen, was es mit diesem Holzschränkchen mitten im Wald für Bewandtnis hat. Wer dem alten Bahndamm weiterfolgt, kommt bald zur Fuchsbrunnenbrücke.
Der widmen wir demnächst einen eigenen Beitrag. Bei der Erstausstrahlung lagen ein paar Tage zwischen den beiden Eisenbahnbeiträgen rund um die Fuchsbrunnbrücke. Heute kommen sie in einer Sendung. Bevor wir uns jetzt bei einem einstigen Bahnhofsgebäude in Oelsnitz umschauen, ein weiteres Alleinstellungsmerkmal für unsere Region. In Deutschland gibt es nur noch einen einzigen Ort, in dem Butterformen hergestellt werden. Das ist Börnichen im Erzgebirge. Dort arbeiten Kerstin und Michael Fischer als Butterformenstecher. Sie sind die letzten Aktiven ihrer Zunft. Bei den beiden dreht sich das ganze Jahr alles um die Butterformen und die weihnachtlich verzierten Stollenbretter. Das Holz dafür stammt natürlich aus der Region. Jetzt aber nach Oelsnitz. Dort war eine Folge unserer in diesem Jahr neuen Serie Wasserspiel gedreht worden. Ein wuchtiger und dennoch verspielter Brunnen verschönert den Bereich vor dem einstigen Bahnhofsgebäude im erzgebirgischen Oelsnitz. Die im Jahr 2015 errichtete Anlage trägt den Namen Schwarzes Gold. Der im Mai 2018 verstorbene Lugauer Künstler Klaus Hirsch gestaltete den Brunnenentwurf als Hommage an den früheren Bergbau im Lugau-Oelsnitzer Steinkohlerevier. Die Enden der zueinander versetzten Blocksteine symbolisieren das schwarze Gold. Die Stolberger Steinmetzwerkstatt Friedhold Scheunert hat den Brunnenbau umgesetzt. Der Brunnen besteht aus schwarzem Basalt. Vom schwarzen Gold und dem Bergbau zu einem anderen, für unsere Region wichtigen Industriezweig. So ist das Erzgebirge einer der größten Standorte der Besen- und Bürstenindustrie in Deutschland. Hier werden bereits seit 1823 in zahlreichen Manufakturen Bürsten, Pinsel und Besen hergestellt. Von der einfachen Handbürste über Rasierpinsel bis hin zu Spezialbürsten für hochkomplexe Industriemaschinen reicht die Produktionspalette in der deutschen Bürstenregion. Bekannte Orte sind dabei Schönheide und Stützengrün. Von der 200-jährigen Tradition der Bürstenmacher nochmal zurück zu einer Eisenbahnstrecke, die vor 120 Jahren eröffnet wurde. Man findet sie noch, Zeitzeugnisse, die an die vor 120 Jahren eröffnete und längst verschwundene Bahnlinie Zwönitz-Scheibenberg erinnern, dank rühriger Heimatfreunde. Auf der Ortsgrenze zwischen Zwönitz und Lößnitz steht als Relikt die Fuchsbrunnbrücke. Stefan Schneider, Heimatforscher aus Zwönitz, hat sich mit dem Objekt befasst. Das ist die letzte, die von der Anzahl 7 auf der Strecke noch vorhandenen Stahlkonstruktion aus dem Jahre 1900. Am 1. Mai 1900 wurde die Bahn von Zwönitz nach Scheibenberg dem öffentlichen Verkehr übergeben. Und 1947 wurde wegen Reparationsforderungen der Sieger die Strecke von Zwönitz bis Elderlein abgerissen. Die Brücken blieben einstweilen stehen, aber die wurden in Abschnitten um 1970-75 alle liquidiert. Nur unsere stehen geblieben. Die Fuchsbrunnbrücke hat eine Länge von rund 63 Metern und eine Höhe von knapp 17 Metern. Die größte Spannweite beträgt 16 Meter. Die Brücke steht auf einer Flurgrenze. Flurgrenze zwischen Zwönitz und Lößnitz. Hier ist früher Kienheider Bauernforst gewesen und jetzt natürlich nach der Eingemeindung alles nach Zwönitz. Aber Lößnitz drüben, das ist der Lößnitzer Kirchenwald.
der hier drüben als Eigentümer für den Forst eingetragen ist. Die Fuchsbrunnbrücke ist ein Wahrzeichen der längst verschwundenen Bahnlinie Zwönitz-Scheibenberg. 1989 wäre auch sie fast verschwunden. Da war eine Initiative, Max braucht Schrott. Und da waren sie kurz zuvor, das letzte zu entfernen hier. Aber wir konnten da aufgrund eines Gutachtens erreichen, dass die einstweilen unter Denkmalschutz gestellt wurde. Und da blieb sie stehen. Der Zustand der Brücke ist in den Jahren danach allerdings nicht besser geworden. Nun gibt es aber Pläne für eine touristische Nutzung des Bauwerks. Und die Stadt Zwönitz versucht, die Verbindung des Radwanderweges von Stolberg herkommend über Bernsbach bis weiter so weit auf dem Bahndamm, das zu befahren ist, zu erhalten. Die hat eine Machbarkeitsstudie machen lassen, wie denn eventuell die Fortführung des Wanderweges über diesen Talgrund hinweg gestaltet werden kann. Wie da letzten Endes die Entscheidungen fällt, das wissen wir noch nicht, denn es sind ja nur Eigentumsfragen zu erklären. Und hier auf der Zwänzer Seite ist wohl alles schon erledigt. Aber da drüben auf Lesnitzer Seite, da klemmt es noch. Die Bernsbacher sind jetzt sehr reich, die haben ein Stück angekauft und sind auch für die Wanderwegsache zu begeistern. Aber wir müssen abwarten. Also wir können jetzt nicht sagen, ja, übermorgen wird hier gebaut. Und wie, das weiß ich nicht. Also das steht noch in den Sternen. So bleibt die Hoffnung, dass die Fuchsbrunnbrücke als Wahrzeichen einstiger Ingenieurbaukunst erhalten bleibt und in Zukunft eine neue Nutzung erfährt. Denn wird nichts unternommen, ist der Verfall wohl nicht zu stoppen. Vom Schneeberger Bergstreittag haben wir Eindrücke in den Bildern des Monats Juli gesehen. An diesem Tag konnte in diesem Jahr ein Kreativpfad beschritten werden. Eine Station war am 22. Juli die Lederhandschuhmanufaktur Fürstenplatz 6. Dort arbeitet mit Nils Bergauer der jüngste Handschuhmacher Deutschlands. Unter seinen Händen entstehen Handschuhe für jedermann und jeden Anlass. Am Bergstreittag wartete Nils Bergauer in seiner offenen Werkstatt mit Geschichten und Anekdoten aus 150 Jahren Handschuhmacher im Erzgebirge auf. Das war für uns so interessant, dass wir den Handwerker umgehend in die Sendung von Treffpunkt Kulinarisch eingeladen hatten. Im August wurde die Sendung ausgestrahlt und damit zu den Bildern des besagten Monats. Im August wurde nochmal deutlich, das Erzgebirge wird Vorreiter bei neuen Technologien im Bahnverkehr. Die Technische Universität Chemnitz und die Deutsche Bahn AG wollen zukünftig mit Fördermitteln des Bundes Technologien zur Digitalisierung und Automatisierung des Schienenverkehrs unter realen Bedingungen testen. Entlang der von der Erzgebirgsbahn betriebenen Strecke zwischen Annaberg-Buchholz und Schwarzenberg soll dafür das digitale Testfeld Bahn aufgebaut werden. Mit dem Campusprojekt soll sowohl die Kreisstadt als auch das Erzgebirge zu einem führenden Standard für die Erforschung von neuen Bahntechnologien entwickelt werden. Dieses Projekt werde ein wirksamer Impuls für die Umsetzung eines nachhaltigen Strukturwandels in der Region sein, so Oberbürgermeister Rolf Schmidt. Zur Etablierung einer entsprechenden Forschungsplattform stellt der Bund Mittel für Bau- und Anschaffungsmaßnahmen von bis zu 15 Millionen Euro bereit. Es gibt aber auch Orte, da kommt man nur zu Fuß weiter. Da fährt keine Bahn. Die Sanierung der Stützmauern und die Erneuerung der Treppenanlage des Kirchsteigs in Schwarzenberg konnten bis auf wenige Restleistungen fertiggestellt werden. Die Treppenanlage wurde wieder freigegeben. Die Erneuerung des Metallhandlaufes entlang der Treppenanlage soll noch bis zum 7. September abgeschlossen werden. Als Übergangslösung werde bis dahin ein provisorischer Handlauf ergänzt, hieß es aus der Stadtverwaltung.
Der Baubereich erstreckte sich über eine Länge von gut 49 Metern. Dabei entstanden insgesamt 92 Stufen. Der Zaun wurde auf beiden Seiten neu errichtet. Ebenso wurden die drei vorhandenen historischen Leuchten durch die Baufirma in Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Stadt Schwarzenberg aufgearbeitet. Da kann man dann ordentlich hochklettern. Es geht aber auch einfacher, zumindest für Kinder in und um Lugau. Spielgeräte, die es so nirgendwo anders gibt. Als neuer Spielplatz bereichern sie ab sofort den Lugauer Stadtpark. Ferienkinder aus dem Hort Farbkleckse waren Ende Juli bei der Einweihung die ersten Tester. Die Gestaltung des Spielplatzes entstand im Rahmen eines Ideenwettbewerbs. Die Elemente wie Kletterlibelle, Doppelschaukel oder Bodentrampolin sollen das Zeitalter des Carbon thematisieren. Das größte Objekt ist eine Kletterkombination, auf der gleichzeitig mehrere Kinder ihr Geschick versuchen können. Wie die Freie Presse berichtete, liegen die Kosten für die neue Spiellandschaft bei 380.000 Euro. Im Erzgebirge gibt es aber nicht immer nur schönes Wetter. Da kann's auch mal ordentlich rumpeln und regnen. Ein Unwetter hat am Montag in einigen Bereichen des Erzgebirgskreises Schäden angerichtet. Gegen Mittag hatte sich über dem Erzgebirgskamm eine Unwetterfront gebildet. Diese zog über Grottendorf, Scheibenberg, Schlettau, Schönfeld, Tannenberg, Geier, Ehrenfriedersdorf, Neuendorf, Thermalbad Wiesenbad sowie Thum und Herold. In Neuendorf wütete das Unwetter besonders stark. So wurden unter anderem die Hauptstraße sowie ca. 20 bis 25 Grundstücke vom stark anschwellenden Dorfbach überflutet. Zudem brachen Sturmböen Äste ab. Auch in Zwönitz hatte der kräftige Regen die Straßen zu einem Fluss verwandelt. Zahlreiche Keller liefen voll. Vielerorts waren die Feuerwehren im Einsatz. Das Gradierwerk im erzgebirgischen Oelsnitz. Im Sommer vor 5 Jahren kristallisierte es sich als einer der Publikumslieblinge der 7. Sächsischen Landesgartenschau heraus. Auch wir waren damals vor Ort und sind deswegen jetzt mal mit der Kamera zurückgekehrt. Auf der Homepage der Stadt Oelsnitz war Mitte der Woche zu lesen: Wir möchten darüber informieren, dass unser Gradierwerk wieder in Betrieb ist und wünschen Ihnen viel Freude und Erholung bei der Benutzung. Vor Ort fand sich dann am Gradierwerk eine Informationstafel mit folgendem Wortlaut: Aufgrund defekter Pumpen ist das Gradierwerk derzeit leider außer Betrieb. Ein entsprechender Ersatz wurde bestellt. Die Lieferung und Montage kann derzeit leider noch nicht genau terminiert werden. Wir bitten um Verständnis. Also erstmal nix mit tief einatmen. Die Puste war dann besser beim Klöppeln und Schnitzen aufgehoben. Eine Ferienwoche lang klöppelten und schnitzten jetzt 20 Kinder und Jugendliche auf Schloss Schwarzenberg. Weil das Kinder- und Jugendkunstsymposium Anfang Juni ausfallen musste, war bei den Mitarbeitern der Volkskunstschule die Idee für dieses Spezialistenlager entstanden. Im Klöppeln stand es unter dem Thema »Wir verbinden uns und gehören zusammen wie der Wind und das Meer«. 13 Klöpplerinnen probierten sich an Variationen der verschiedensten Verbindungen. Im Spezialistenlager Schnitzen lautete das Thema »Vom Kopf bis Fuß«. Hier erhielten die Schnitzer spezielle Anleitung durch den Schnitzlehrer und Holzbildhauer Holm Ludwig. Dabei konnten sie ihre Technik im Schnitzen von Gesichtern weiter verfeinern. Gut, dass die jungen Volkskünstler ganz oben im Schwarzenberger Schloss arbeiten konnten. In Aue gibt es dagegen wieder Wetter, Wetter, Wetter. Eine überschwemmte Bahnhofstraße, das kennt der Auer. Am Montagnachmittag war es wieder mal soweit. Starker Regen ließ die innerstädtische Straße zu einem Fluss werden. Fahrzeuge blieben in den Wassermassen stecken, Gullydeckel wurden angehoben. Die Feuerwehr war hier natürlich im Einsatz und hatte in Aue auch weitere, durch den starken Regen bedingte Aufgaben zu bewerkstelligen. Und das krasse Gegenteil gab's aber auch. Langanhaltende Trockenheit in unseren Wäldern lässt die Forstleute bangen. Inzwischen zeigen sich immer mehr Fichtenbestände, die der Borkenkäfer zum Fressen gern hat. Mit dem Fehlen des Wassers ist auch die Widerstandsfähigkeit der Fichte stark eingeschränkt.
Und bis ein Fichtenbestand erkennen lässt, dass er befallen ist, dauert es bekanntlich. Inzwischen tummelt sich die dritte Population Borkenkäfer hinter der Rinde. Vorbeugende Maßnahmen zur Bekämpfung sind kaum möglich. Eigentlich läuft man der Entwicklung immer einige Wochen hinterher. Aber gut, zumindest kann es erstmal nicht glatt werden, denn die fünf Straßenmeistereien des Erzgebirgskreises bereiten sich mit Hochdruck auf die kalte Jahreszeit vor. Bereits am 20. August konnten nahezu die letzten Lieferungen an Streusalz für die bevorstehende Wintersaison am zentralen Streusalzlager des Erzgebirgskreises in Stolberg entgegengenommen werden. Gleich weiter in Stolberg. Eine Tragödie spielte sich ab. Und wie wir heute wissen, offenbar in suizidaler Absicht. Meter hoch schlugen die Flammen bereits aus dem Dach, als am frühen Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte an der unteren Mühlenstraße von Stolberg ankamen. Ein straffer Wind heizte das Feuer weiter an und schließlich brannte nahezu das ganze Haus. Später sollte sich herausstellen, dass eine Person in dem abgebrannten Haus ums Leben gekommen ist. Reporterangaben zufolge war eine Bergung der Leiche nur sehr schwierig möglich, da es ins Dachgeschoss kein Herankommen gab. Und weil wir den Sommermonat August in guter Erinnerung behalten wollen, gehen wir nochmal ins Freibad. Am vergangenen Wochenende konnte nach einer rund zweimonatigen Bauzeit der Beachvolleyballplatz im Burkhardsdorfer Bad wieder seiner Bestimmung übergeben werden. Die Gründe für eine Neugestaltung lagen auf der Hand. So gab es auf der alten Anlage keinen Sicherheitsbereich und auch keine Drainage, die bei Regen das Wasser hätte ableiten können. Und auch die Netze waren nicht mehr ganz komplett und hatten über die Jahre stark gelitten. Und während andere Bäder in der Umgebung ihr Saisonende schon besiegeln, kann man in Burkhardsdorf immer noch einige Bahnen im beheizten Becken schwimmen. Die längere Saison gilt dann auch für die Volleyballer, denn auch dieser Bereich ist jederzeit zugänglich. Und das waren sie, die Bilder vom August 2020. Volleyball im Freien, das war im August. Mal sehen, ab wann wir Nicht-Profis wieder in Gruppensport treiben können. Ich vermag es nicht zu sagen, weiß aber, dass morgen unser Jahresrückblick bei RTV Kompakt weitergeht. Dann schon mit den Monaten September und Oktober. Folge 5 unseres Jahresrückblicks wird bis ins neue Jahr hinein zu sehen sein. Da ist genügend Zeit, wieder bei uns reinzuschauen. Für heute verabschiede ich mich jetzt mit Glück auf! Wir müssen handeln. Jetzt machen Sie bitte weiter mit. Es geht um uns alle. Die Maskenpflicht wird ausgeweitet auf Straßen und Plätzen, überall dort, wo sich viele Menschen begegnen. Halten Sie Abstand. Reduzieren Sie Ihre Kontakte auf ein Minimum. Es gilt 5 Personen aus 2 Familien. In Gegenden mit 7-Tage-Inzidenz von über 200 gelten Ausgangsbeschränkungen. Informieren Sie sich. Alle Maßnahmen und weitere Informationen im Internet. coronavirus.sachsen.de. Retten, löschen, bergen, schützen. Das kannst du auch bei den Feuerwehren des Erzgebirges. Anderen zu helfen ist deine Motivation? Dann komm ins Ehrenamt, in den aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wir garantieren dir Ausbildung, Kameradschaft, Tradition und Action. Klingt gut? Melde dich jetzt bei deiner Feuerwehr im Ort. Du denkst ja immer, dir passiert das nicht. Dir passiert das einfach nicht. Man ist jung, man denkt irgendwie auch, man sei unsterblich. Und dann kommt die Keule und schießt dich so aus dem Leben raus, ja. Dass ich auf einer Intensivstation lande, da hätte ich niemals mit gerechnet. Diese Hilflosigkeit, keinen Ausweg zu haben, kenne ich eigentlich nicht. Und dann kommt die Angst natürlich, klar. Du denkst an die Familie, du denkst, da habe ich echt ein Trauma. Mein Papa war einfach ein guter Mensch, herzensguter Mensch, war für jeden da. Ich weiß, dass ich jemanden angesteckt habe und dieses Gefühl, das ist furchtbar. Der erste hat ein bisschen Fieber, der zweite ist im Krankenhaus und der dritte liegt halt am Friedhof draußen und das will ich keiner. Der Moment des Aufwachens war einer der glücklichsten Momente meines Lebens.
Und wenn wir zusammenhalten, dann schaffen wir das auch. Corona kann einen schweren oder tödlichen Verlauf nehmen. Schützen Sie sich und andere.